Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Phasmophobia Solo. Hi. Ja, was soll ich sagen? Wie ihr seht, habe ich ein bisschen gespielt, auch außerhalb des Streams und einiger Aufnahmen. Sprich, ich habe Prestiged und bin jetzt Level 21 wieder und habe nur Equipment. Ich hätte nicht fluchen sollen. Das muss ich kurz zensieren. Gut. Lange Rede, kurzer Unsinn. Dadurch, dass ich jetzt wieder nur Schrott-Items habe, kommt mir die wöchentliche Challenge gerade recht. Denn wenn man diese dreimal macht, dann ist es so, dass man nach dem erfolgreichen Abschließen 5000 Steine bekommt. Wie ihr seht, das ist nicht schlecht. Erfahrung wie Geld. Glow in the Dark Challenge. Some of our equipment has stopped working. Hopefully, this is enough for you to see. Also, in Edgefield dreimal den Geist richtig rauskriegen. Und dementsprechend, wenn das geschafft ist, gibt es 5000 aufs Konto. Ready up. Start. Wir gehen nach Edgefield. Ja. Stop working ist in dem Fall, wir haben gar keine Taschenlampe. Ist okay. Ist okay, Spiel. Wir nehmen das mit Glowstick. Ich gehe mal davon aus. Ja, die Dots funktionieren. Das erklärt das. Die Dots werden aus irgendeinem Grund als und auch das 2er und 3er UV wird als Taschenlampe gerechnet vom Spiel her. Das heißt, hätten sie die Taschenlampe kaputt gemacht, weil das die kannst du ja auch per Befehl, also per Custom Difficulty, also per eigene Einstellung ausschalten, dass sie nicht funktioniert. Die gibt dann mehr Erfahrung etc. Dann gehen auch die Dots und die UV Level 2 und 3, die funktionieren dann nicht. Das erklärt das. Wer die Challenge nicht kennt oder generell die Challenge bei Phasmo nicht kennt, das, was euch gestellt wird, wenn ihr das schafft, heißt, ihr müsst nur den Geist richtig haben. Wenn ihr dabei hops geht, ist das total egal, solange ihr den richtigen Geist habt. Ihr verliert nichts, das Equipment ist gestellt, ihr verliert kein Geld. Das ist alles super einfach. Breaker ist wahrscheinlich. Außer, wo ist das Ding eigentlich? Keller. Okay. Runter, rechts. Alles klar. Wie gesagt, das ist kein Problem. Keller war hier irgendwo. Genau. Und wie gesagt, also wenn ihr hops geht, selbst wenn euch der Geist jagt und ihr drauf geht, ist das kein Problem. Dann bekommt ihr trotzdem die volle Erfahrung etc. Also ihr kriegt, also hier wird euch das als Sieg angerechnet. Dreimal müsst ihr es machen. Also dreimal müsst ihr den Geist richtig schaffen zu erraten. Oder rauszukriegen. Erraten ist immer so ein Ding. Das würde natürlich, okay, ist rein. Das ist, also ich rate mal, das ist jetzt das da. Würde auch funktionieren, aber bei einer Chance von 1 zu 24. Aber bei, ich sag mal, bei der Geschichte hier, wenn der Geist euch nicht permanent den Breaker ausmacht, dann sollte das durchaus funktionieren. So, jetzt nur mal gucken, wo ist der Geisterraum? Das T1 Thermo ist tatsächlich ganz gut dafür. Es ist doch besser als das 2 und 3 und ich muss mal ganz kurz mal muten wegen Husten und so. Ich habe was gehört. Also das Level 2 und Level 3 Thermo, das gibt euch einen zufälligen Wert. Das müsst ihr auch gedrückt halten und quasi aufladen. Ein Bäcker. Der oben. Tür angefasst. Das EMF ist auch top dafür. Da könnt ihr halt immer, seht ihr halt immer, ohne EMF wüsste ich jetzt nicht unbedingt, dass er die Tür hier angefasst hat. Also kein UV bis jetzt und kein EMF 5. Das war der Lichtschalter.
Also, das war der Sicherungskasten. Was für ein Geist. Die Challenge kann einen Moment dauern, das heißt, die Folge wird wahrscheinlich etwas länger. Ich werde das auch nicht schneiden für die wöchentliche, das reicht aus, wenn ich das in einem Rutsch mache. Den Weg runter hier, den lassen wir an. Auf kleinen Karten sind es bis zu 8 Lichtschalter, so viel weiß ich. Ich hier vielleicht den Flur noch anmachen. So, können wir uns vielleicht sparen. Moment. Hier hatte ich doch das Thermo gelassen. Oder? Nee. Das Thermo irgendwo reingeschmissen. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Ein bisschen verwirren, wenn ihr mich fragt. Das war es nicht. Hier habe ich das Thermo gelassen. Also hier geht es runter. Bleibt es hier unten? Geht's hoch? Hier geht's runter. Ah, hier ist doch Eisatem. Also ist er hier. Holen wir mal das EMF. Schmeißen was hinein. Das hier auch. Und holen wir noch Zoll. Ja doch. Oh, dann kann ich theoretisch den hier noch anmachen. Das sollte passen. Reinlegen oder zwei, damit der mir nicht direkt auf Stöts geht. EMF, naja, 82. Nicht, dass er mir direkt, so, wenn es ein Teleportgeist ist, dann am besten mal hier noch ein Kreuz hin, auch wenn die Einser nicht so toll sind. Weil dann springt er mir nicht direkt mit dem blanken Hintern ins Gesicht. War noch nicht hier. Das MR5, das muss auch wirklich so in den roten Bereich hinten rein, so wo die Nadel jetzt gerade war. Ansonsten wird es nichts. Okay, er hat ans Fenster geklopft, er hat an der Tür hier rumgeklackt, aber hier ist kein UV, also können wir UV vielleicht erstmal schon mal rausnehmen. Wir prüfen das zwischendurch dann nochmal. Das EMF kann ich mal liegen lassen. Er wandert nicht. Ich könnte noch mal ein Rave sein. Also nehmen wir mal Salz mit. Wir nehmen mal noch ein zweites Buch mit. Und wir nehmen mal Dots mit. Das T1-Zeugs ist halt alles so, naja, geht so. Oder besser gesagt, bescheiden hoch 10 teilweise. Kann ja verstehen. Oh, sehr nice. Okay, das ist ja nur zweimal Salz. Das heißt, wir haben noch Ghostwriting. Spirit oder Shade? Na gut, Brave macht keinen Sinn, klar, logisch. Freezing könnte sein, dann ist es ein Shade. UV. So, halt. Miling könnte es noch sein bei UV. Okay. Dots fällt raus. Ghost Orbs fällt auch raus. Spirit Box geht noch. Okay. Das fällt raus.
immer noch mal schauen, ob er hier irgendwo. So müsste er sich aber mal. Fußabdrücke haben wir hier auch nicht. Also höchstwahrscheinlich kein Myling. Spirit oder Shade. Guck mal die Spirit Box. Ist zurzeit irgendwie komisch. Moment, Moment, Moment. Ja, ich würde mal behaupten, kein UV. Das ist jetzt schon der dritte oder Test oder so. Also kein UV. Freezing oder Spirit Box. Aber er ist eigentlich zu aktiv für einen Shade. Shade macht halt nichts, wenn du im Raum bist. Ah, so viel dazu. Also Spirit. Gut. Na dann raus aus der Hütte. Dann raus aus der Hütte. Hat ja nur eine Viertelstunde gedauert. Ja. Mit Anmoderation, versteht sich. Sehr schön. Spirit. Dann brauchen wir das noch zweimal. Jetzt spielt. Ab geht's. Schwupp. Einmal. Einmal Licht an. Da war ich zu voreilig. Runter für den Breaker. Ist ja immerhin schön, dass der funktioniert. Den auch noch tot gemacht hätten, wäre es. Hätte auch funktioniert wahrscheinlich, aber. Ach Mist, der ist wahrscheinlich woanders diesmal, ne? Bin einfach blind runtergelaufen, ohne zu gucken, ob er unten ist. Ja, der ist in der Garage, so wie es aussieht. Ich lamentiere gleich weiter. Moment. Was ich sagen wollte ist, dass der Breaker halt immer an einer anderen Stelle ist. Das ist so. Ist nicht so meins. Dein Scheiß Ernst. Entschuldigung. Dann habe ich den Breaker gerade gefunden, dann macht er den wieder aus. Ne? Ah, ich hasse dieses Layout. Nein! Oh, dieses Haus macht mich. Ich spiele das Haus nicht gerne, ne? Bin ich ganz ehrlich. Ich bin jetzt hier. Ghost Event. Also Airball Ghost Event. Also, halten wir mal fest. Airball Ghost Event. Kein Oni. Breaker aus, kein Jin. So. Alter, was zum Teufel? Dämon? Ding! Dämon ist ein Early Hunter, von daher. What the?
Die Sau. Mimik. Okay, ein Mimik, der wahrscheinlich ein Dämon war. Den hätte ich sowieso nicht richtig rauskriegen können. Aber holla die Waldfee. Der hatte Bock. Der hatte richtig Bock. Klack, klack. Ha, jetzt habe ich dich. Bing. Cool. Jetzt war zu viel geraucht. Breaker ist im Keller. Okay. Kenn mir aus. Breaker im Keller finde ich. Garage ist Mist. Cool. Da war ein Sausack. So. Okay. Nein, Jen. Geht's runter. Wenn aber der Eingang sein, die Tür auf ist. Ja, EMF4, kein Film. Wahrscheinlich ist er hier, ne? Ja, das sieht ganz danach aus. Nicht direkt hier. In der Besenkammer. Ne, hier geht's hoch. Hier geht's wieder runter. Bad. Ja, er ist hier im Bad. Na dann. Okay, ist noch hier. Do your thing. Ich bin mal kurz weg. Lass ihn machen. Ich habe festgestellt, wenn man okay, es ist keine mehr. Das Licht angemacht. Eine Tür gehört. Was ist die hier?
ein UV. Ist er noch hier? Das beantwortet die Frage. Ein UV. Auch kein Freezing. Hatte ich nicht da. Da hat er eine Spirit Box mitgebracht. Geist. Moment. Okay, Ghostwriting. Mal noch Ghostbox nochmal. Arbeite doch mal mit mir, nicht gegen mich. Ein Response. Also bis jetzt mit Ghostwriting. Freezing sieht halt auch nicht danach aus. Das könnte man noch testen. Leistermäßig. Nichts mehr zu anders. Gerade mit dem Ding rumgerannt, ohne dass ich es anhatte. Kann durchaus sein. Es ist noch kalt. Ist noch hier, so wie es aussieht, aber es ist kein Freezing. Der ist echt nicht ohne. Der hat keine Lust, uns irgendwelche Beweise zu liefern. Ja, hier geht's auch hoch wieder. Also er ist nicht mehr im Bad. Scheint wirklich jetzt hier zu sein, oder? Ja, geht runter. Also er ist jetzt hier. Alter! Du Arsch! Du Arsch! Also, wenn Ghost Event passiert ist, habt ihr eine hohe Chance, daneben das zu benutzen, das Spirit Box Gerät, die Spirit Box.
Da brauche ich definitiv einen Schnaps. Und bei dem Ganzen, da ist es tatsächlich so, dass die Chance höher ist, dass er das benutzt. Also kein Spirit Box. Freezing weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Mal gucken. Ghost Orbs können wir nicht gucken. Vielleicht sogar Ghost Orbs, die wir jetzt nicht testen können. Warte mal kurz, bis das hochgegangen ist ein Stück und ich trinke mal was. Also definitiv keine Spirit Box. Ah, Freezing, also doch. Dämon, Revenant oder Shade. Fällt raus. Ja, Ghost Orb. Ja, Ghost Orbs kann ich nicht testen. Geil. Dots fallen raus. V wahrscheinlich auch. Ja, komm mal ein bisschen was. Ich glaube, ein Dämon hätte uns auch längst kaputt gemacht. Fällt raus. Rev oder Shade? Shade ist eigentlich wahrscheinlich ein Revenant. Gut, ich mal. Der Herr sich mal befleißigen, was zu tun. Oder die Dame, das war ein Herr, ne? Tür, wo war sie? Die Tür. Eine Frau. Definitiv keine Frau. MF auch nicht. Wird ein Rev sein. Wir sagen also Revenant, gehen raus, wir haben lang genug umgedallert. Ansonsten wurden wir hier ein bisschen getrollt. Was ist der Geist eigentlich? So, spät. Zu spät. Revenant. Sehr gut. Dann fehlt noch einer. Auf zur dritten Runde Edgefield. Ready und go. Alter, der war nervig, ne? Der war nervig. Ich werde das ein bisschen cutten im Nachhinein. Und der Breaker war hier. Sehr schön. Also, den Geister nicht so anstrengend werden, ist die Challenge eigentlich ganz okay. Aber wie gesagt, die Geister selber sind echt. Hier geht nichts runter. Wieder im Klo. Nö. Wie sah aus? Clever, man kann nicht rausgucken. Schade. Geht's runter. Oh, er scheint hier zu sein. Hier war jedenfalls gerade Frostatem. Nein, Klopfen gehört. Ist er wieder hier?
war denn da Frostarten? Eigenartig. Oder so oben. Also ist definitiv nicht in der Garage. Wieder hier. Oder war das jetzt nur ein Ghost Event in meiner Nähe? Mir scheint es runter zu gehen. Okay. Und dann ist es doch wieder hier. Was meinen? Wie Sie meinen, Frau Doktor? Schwierig bei einigen Häusern mit dem Layout. Naja, geht es auch hoch, ne? Ja, scheint ein Flur zu sein. Oder oben. Postarte. Vielleicht ist auch gewandert, ich weiß es nicht. Okay. Dann oben. Ich hol mal das Zeug. Wo ist das? Kreuz hin? Okay. Dann hat der Fußboden das Kreuz gefressen. Auch in Ordnung. Freezing. Jetzt kein UV. Wie gesagt, bis jetzt kein EMF. Box, sehr schön. Dann können wir mal gucken. EMF kann es noch sein. UV kann es noch sein. Ghost Riding könnte noch sein. Ghost Drops können wir nicht testen. Drops fallen raus. Ja, das ist ja unschön. Das ist ja richtig unschön. Onryo könnte ich testen. Den krieg ich raus. Twins. Moroi. Was denn jetzt? Klack, klack gemacht irgendwo.
hier. Ja. Onryo können wir testen. Das kriegen wir raus. Nee, kriegen wir nicht. Wir haben keine Kerzen. Im Haus sind gegebenenfalls Kerzen. Ghostwriting. Never mind. Moroi. Danke, Dön. Läuft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten. 5-2. Nice. Und Level 24. Ach Gott, was. Irgendwas Neues gekriegt? Nee. Flashlight. Glaube. Das ist eher das. Ach, ich kann das Zweier Ghostbook. Okay. Oh. 27 gibt es das nächste. Das ist egal. Das habe ich schon. Das ist auch Schrott. Das ist auch noch nicht. Es ist noch, ja. Ich vermisse mein Nachtsichtgerät. Taschenlampe. 40. Teilweise sind die Sachen auf so einem ultra hohen Level, ne? Da müssen sich auch was einfallen lassen, weil du hast dann, das letzte, was du freischaltest, ist das Tier 3 Kreuz. Auf Level 90. Oder Tier 2 Kreuz. Tier 2? Kreuz 1. Nichts. Okay. Ja, das letzte, was du freischaltest, ist das große Kreuz auf, ja, T3 eigentlich, auf Level 90. Und mit Level 100 gehst du ja Prestige ein. Das dauert zwar einen kleinen Moment, aber du hast gar nicht so viel von deinen Items eigentlich. Naja, lassen wir das. Was soll ich sagen? Das war die Challenge. Glow in the Dark. War okay. Die Geister waren teilweise ein bisschen nervig. Besonders der Revenant, der zweite. Ansonsten, ja. War ganz cool. Für $5000/Erfahrung. Ganz nice. Wie fandet ihr das Ganze? Schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ihr das schon gespielt? Werdet ihr das spielen? Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen und oder hören uns beim nächsten Mal bei Phasmophobia, Solo, Multiplayer oder auch gerne anderen Projekten. Bleibt gesund. Bis dato. Reingehauen.